So Leute, Halo Base Legend wieder hier am Start. Schön, dass ihr einschaltet, nachdem ihr gestern schon das Unboxing-Video von mir gesehen habt, bei dem ich gib's zu, meiner Vorfreude recht groß freien Lauf gelassen habe. Halo-Fans, so sind sie nun mal, ganz oder gar nicht, ist da die Devise. Und ich würde sagen, wir machen jetzt genau das, was wir letztens angekündigt haben, und zwar zocken wir zusammen die Kampagne von Halo 4. Das heißt, ich setze mich jetzt hin, grab mir den Controller, spiele das erste Level, seines Zeichens heißt es Dawn, und wir werden zusammen erfahren, wie es mit dem Master Chief weitergeht. Denn das ist ja die große Frage, wo ist der Master Chief geblieben, was hat er die letzten 4 Jahre gemacht und was hat er in den nächsten 4 Jahren noch so vor? Und um genau das zusammen rauszufinden, würde ich sagen, bleibt einfach dran. Und vor allem brauche ich aber erstmal noch euer Feedback für das nächste Video. Denn die Frage ist ja auch, wollt ihr das alles in 3 Teilen zum Beispiel sehen? Also sagen wir mal Missionspunkt Alpha, Bravo und so weiter in einzelnen Videos, wo ihr dann die Möglichkeit halt habt, nach einer Viertelstunde euch wieder was anderem zuzuwenden. Oder wollt ihr dann doch lieber alles am Stück haben, sodass ihr dann euch durchaus mal eine halbe Stunde oder eine Stunde vor euren Rechner setzen müsstet, um euch die 1080p Videos, die wir jetzt zur Verfügung stellen werden, anzusehen. Ja, das ist die Frage, da würde ich euch jetzt bitten, hinterlasst uns mal einen Comment hier unten. Und wenn ihr das gemacht habt, subscribe our channel, hier oben ist die Devise, ja, einfach einmal draufklicken, damit ihr auch keins von den kommenden Videos verpasst, weil wir sind ja nicht nur hier, um groß daherzureden, sondern wir wollen auch machen. Und was wir jetzt machen wollen, das steht schon hier, und ich will es jetzt einfach, weil es so cool aussieht, nochmal in die Kamera halten. Und genau jetzt legen wir einfach los. Das heißt, entspannt euch. Hinterlasst uns ein Like, wenn es euch gefallen hat, und vor allem schaltet auch morgen wieder ein, denn ob es ein Let's Play ist, ob es Multiplayer-Videos sind, whatever, auf Halo Base bieten wir euch alles und das soll in Zukunft auch weiterhin so bleiben. Und deswegen hinterlasst uns einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat, subscribe und ja, viel Spaß mit der Kampagne von Halo 4. Dawn, auf geht's! Erzählen Sie mir von den Kindern. Dr. Halsey. Sie wissen doch bereits alles. Sie haben sie entführt. Der kindliche Geist ist anfälliger für ideologischen Drill. Ihre Körper sind anpassungsfähiger für verändernde Eingriffe. Das Resultat? War der ultimative Soldat. Und gerade durch unsere Erfolge waren wir bereit, als die Allianz uns überfiel. Doktor, Sie wissen, dass Sie die Geschichte zu Ihrem Vorteil verdrehen. Sie entwickelten die Spartans, um menschliche Aufstände niederzuschlagen, nicht die Allianz. Als eine menschliche Welt nach der anderen fiel, als meine Spartans das Einzige waren, das zwischen der Menschheit und ihrer Auslöschung stand, da interessierte es niemanden, wofür sie ursprünglich geschaffen worden waren. Sie denken, dass ihre Entscheidung letztendlich berechtigt war? Mein Wirken hat die Menschheit gerettet.
Glauben Sie, dass Ihre fehlende Menschlichkeit den Spartans geholfen hat? Worauf wollen Sie hinaus? Die anderen vor Ihnen waren vom MND, aber Sie? Sie sind anders. Die Akten belegen, dass Spartans oft leicht soziopathische Züge zeigten. Schwierigkeiten mit der Sozialisierung und dem Sprach. Die Akten belegen effiziente Verhaltensweisen beim Einsatz in Gefahrensituationen. Ich habe die Werkzeuge für diese Effektivität zur Verfügung gestellt. Aber glauben Sie, dass der Master Chief deshalb Erfolg hatte, weil er tief in seinem Inneren zerrüttet war? Was hat John damit zu tun? Sie wollen ihn ersetzen. Der Master Chief ist tot. Den Akten zufolge wird er vermisst. Catherine. Spartans sterben nie. Ihr Fehler ist es, Spartans als Militärgerät anzusehen. Meine Spartans sind die nächste Stufe der Menschheit, die Zukunft unserer Spezies. Unterschätzen Sie sie nicht. Vor allem aber unterschätzen Sie ihn nicht. Aufwachen, Chief. Ich brauche Sie. Chief, dachte, Sie waren lange im Tiefschlaf. Wo sind wir? Wir sind immer noch auf der Dorn. Warum weckst du mich? Moment, bringe Ihre Systeme jetzt online. Ich habe die Firmware Ihrer Panzerung umgeschrieben. Ganz schön fleißig. Aktiviere die Schwerkraftgeneratoren. Teilweise sind Sie wieder Herstellung. Chief, sehen Sie hoch. Betätigen Sie die manuelle Öffnung. Wie in alten Zeiten. Wieder bereit zum Einsatz? Dachte schon, Sie fragen nie. Die Systeme melden Eindringlinge auf mehreren Decks.
Vom Beobachtungsdeck können wir am ehesten rausfinden, wer die sind. 4 Decks über uns. Vielleicht ein Rettungsteam. Darauf würde ich nicht wetten. Eindringlinge an Bord. Waffensysteme online. Wie lange war ich weg? 4 Jahre, 7 Monate, 10 Tage. Jemand hätte uns inzwischen finden müssen. Was ist das? Sensorenscan, hohe Intensität, stimmt mit keinem bekannten Muster überein. Wie weit noch bis zum Beobachtungsdeck? Es ist direkt über uns. Die Fahrstuhltüren sind verschlossen. Chief, seien Sie vorsichtig! Ich dachte, wir hätten Waffenstillstand. In 4 Jahren kann so einiges passieren. Allein war der sicher nicht. Seien wir vorsichtig. Das war der letzte. Überbrücken Sie die Schutzschilde, damit wir sehen, womit wir es zu tun haben. Gute Nachricht. Die Allianzler sind nicht wie Soldaten ausgerüstet. Vielleicht sind es nur ein paar abtrünnige Schrottsammler. Oder wir sind mitten in eine ganze Allianzflotte geraten. Vielleicht haben sie uns nicht erkannt. Das ist eine Möglichkeit. Landungsschiff flankiert uns! Ja.
müssen von diesem Schiff. Wir haben größere Probleme. Ein Kreuzer ist auf Abfangkurs. Gehen Sie zu den Aufzügen. Sind die Waffensysteme laut Schiffssensoren nicht weiterhin online? Ja, aber die Waffenstationen sind unerreichbar, seit das Schiff auseinandergerissen wurde. Wir müssen sie manuell von der Außenhülle abfeuern. Haben ihre Schilde gesenkt. Falls sie die nicht hochfahren, wird die Rakete eine echte Überraschung für sie sein. Diese Allianztruppen scheinen noch fanatischer als früher zu sein. Thank you.
Wie weit noch zur Rakete? Wir sind fast da. Die Reserveabschussstation sollte links hinter der Luftschleuse sein. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Cortana. Ach, nichts, erreichen Sie einfach die Abschussstation. Verzeihung, habe ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Immer der Reihe nach. Steuerung finden.
Abschussstation. Sie müssen die Raketensteuerung finden. Abschuss eingeleitet. Lasse, die Schutzuhr schleppt. Die Rakete braucht eine freie Schussbahn. Gehen Sie runter. Die Schutztür klemmt. Die Rakete braucht eine freie Schussbahn. Gehen Sie runter. Thank you.
Wir wurden nicht von der Allianz gescannt. Kümmern wir uns jetzt um den riesigen Metallplaneten? Werden von einem Gravitationstrichter in den Planeten gezogen. Beeilen wir uns! Sobald wir den Ereignishorizont überschreiten, zerreißt uns die Atmosphäre. Wo sind die nächsten Rettungskapseln? Fahrzeugbucht, Acker! Markiere die nächste Luftschleuse, los! Findest du die Rettungskapsel?